Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Microsoft Word. Heute wollen wir uns ansehen, wie wir vielleicht etwas in unseren Bildern beschriften können. Ich zeige zwei verschiedene Varianten. Es ist an jedem selbst überlassen, was er oder sie machen will. Okay? Also, erste Variante, da habe ich wieder mein To-Do, Bild, Hauptfenster von Word. Wie haben wir das letzte Mal gemacht? Das letzte Mal haben wir das Snipping-Tool geöffnet. Da ist das Snipping-Tool. Das Fenster, was wir fotografieren wollen, ausschneiden wollen. Und neu und dann Fenster, umgeschaltet auf Fenster, dieses Fenster fotografiert. Und da haben wir schon im Snipping-Tool. Wunderbar, wunderbar. Und das fügen wir jetzt hier ein mit Steuerung V. Und natürlich, jetzt kann man nicht mehr erinnern, wie groß habe ich das gemacht, da Bildformat. 15 cm Breite, mache ich das auch 15 cm Breite, dass das nicht einfach irgendwo herumlungert. Ja. Und wieder schalte ich um auf oben und unten. Ja, schaut doch gut aus. Schaut doch gut aus. Und jetzt möchte ich das beschriften. Ja. Jetzt kann ich sagen, hinzufügen oder einfügen, ja, und da gibt es verschiedenste Sachen. Da gibt es Formen, da gibt es zum Beispiel ein Textfeld. Ja. Textfeld zeichne ich ein, wo will ich das Textfeld haben? Hier mit dem Halten der linken Maustaste. Da schreibe ich jetzt, was ist das Erste, was ist? Titelleiste. Okay? Das ist das Erste, was ich haben will. Und jetzt ist das so schier umrahmt. Ich habe hier beim Formformat wieder etwas Neues bekommen. Ein neues Menüband habe ich bekommen. Und da kann ich bei Formkontur zum Beispiel auswählen, keine Kontur. Jetzt ist es nicht mehr im Rand. Was aber schon ist, dass wir oben und unten und so weiter einen Rand haben. Das möchte ich persönlich auch nicht. Deswegen, klack, ja, hier auf dieses kleine Fenster, da kommt immer wieder das Seiten, die Sidebar hier. Und hier kann ich zum Beispiel jetzt den Rand runterdrehen. 0, 0, oben 0, unten 0, passt. Jetzt kann ich das nämlich kleiner machen, diese ganze Sache, dieses ganze Feld. Und jetzt gefällt mir auch nicht, dass das da so groß ist. Ja, was haben wir gelernt? Wir machen eine neue Formatvorlage. Die Formatvorlage nennen wir Beschriftung, Bildbeschriftung vielleicht, Bilderklärung nenne ich sie, Bilderklärung. Ja, und das soll nur 9 groß sein. Gut, okay. Na schau, und das ist Bilderklärung, schaut schon ganz gut aus. Ja, schaut schon ganz gut aus. Jetzt möchte ich nur ein Pfeilchen noch dazu oder so ein Referenz und das geht wieder mit Einfügen, Formen und da kann man jetzt einmal eine Linie hinzufügen. Und die Linie ziehe ich von hier bis hierher. Ja, vielleicht, wenn ich auf die Linie klicke, dann kann ich sagen, kann man die Länge der Linie aussuchen. Ja. Vielleicht ist es ein bisschen dünn, die Linie, finde ich, oder ist sie dünn? Ah, ist schon dünn. Schon dünn. Formformat machen wir es ein bisschen dicker. Da Formkontur, Stärke, Dreiviertelpunkt. Und jetzt möchte ich, dass da auch noch ein Knopf ist. Die Sidebar ist noch immer da. Wenn ich die schließe und ich habe die Sidebar nicht, kann ich sie hier wieder öffnen. Und hier kann man zum Beispiel bei Startpfeiltyp, kann ich mir das so ein Knopf aussuchen. Schau, und dann ist das Knopf da. Das schaut doch nicht schlecht aus. Ja. Vielleicht ist es etwas groß. Auch das kann man ändern. Startpfeilgröße. Machen wir es kleiner. Jetzt ist so ein kleines Knopfchen. Ja. Titelleiste. Man kann sich auch die Farbe aussuchen. Hier Farbe. Machen wir Orange. Warum nicht? Titelleiste. Ja. Jetzt gibt es wieder einen großen Nachteil. Jetzt kann ich alles Mögliche beschriften. So. Alles Mögliche kann ich beschriften. Gibt einen großen Nachteil. Wenn ich das hier verschiebe, verschiebt sich das andere nicht mit. Da haben wir ja schon eine Lösung kennengelernt. Ich mache das, das und das, markiere ich gleichzeitig, indem ich die Umschalttaste
gedrückt halte, drücke rechte Maustaste, sage gruppieren, gruppieren. Ja? So, jetzt, was ist jetzt passiert? Das liegt, die Gruppe liegt jetzt vor dem Text. Ich möchte das wieder oben und unten haben. Ja, schau, und jetzt kann ich es wieder gemeinsam verschieben. Ja? Kann man machen. Und jetzt füge ich zu dieser Gruppe, füge ich jetzt zum Beispiel mit Layout, meine Referenzen hier, Beschriftung einfügen, Abbildung, ABB haben wir gesagt, Abbildung 2, Hauptbildschirm von Microsoft Word hinzu. Hauptbildschirm von Microsoft Word, okay. Gut. Und jetzt mache ich noch, zack, und diese, zack, wo ist die Gruppe? Da die Gruppe und das, beides. Ich kann auch eine Gruppe gruppieren, dann gibt es eine Untergruppe, ja. Rechte Maustaste durch, gruppieren. Gruppieren, passt. Jetzt ist alles eine schöne, große, fette Gruppe und ich kann alles gemeinsam verschieben. Aufpassen beim Gruppenverschieben, wenn ich da drin und dann kann ich da drin noch immer rumschieben. Gell? Muss man aufpassen. Löst die Gruppe auf. Deswegen die Gruppe am Rand nehmen, ja, und verschieben. Also so kann man das machen. Ja? So kann man das machen. Wichtig ist immer dieses Gruppieren. Ja? Eine zweite Möglichkeit zeige ich auch noch her. Warte, gebe das Tutu weg. Oder sage ich mal, fertig beschriften. Bild fertig beschriften. Ja? Ändert immer ein Tutu. So, Bild der Titelleiste. Jetzt möchte ich nur die Titelleiste haben, ja, also nur das da oben. Jetzt mache ich wieder ein Snipping-Tool, nur diesmal fotografiere ich nur einen Ausschnitt, rechteckiger Modus. Und jetzt fotografiere ich von hier bis hier. Back. Ja, jetzt habe ich nur diesen dünnen Balken. Das füge ich hier ein. Steuerung V, sage, das wieder soll wieder rechteckig sein, gut, und Breite haben wir gehabt, wo ist da oben, Breite haben wir gehabt, 15, genauso 15, na bitte, schaut doch ganz nett aus, ja? Ja, also ich habe gesagt, ich mache eine andere Variante, weil das möchte ich jetzt wieder beschriften. Fenster maximieren, Fenster minimieren und so weiter. Pass auf, ich tue das nochmal mit Entfernen weg. Jetzt sage ich nämlich Einfügen, Formen, neuer Zeichenbereich. Jetzt habe ich einen neuen Zeichenbereich eingefügt. Ja, den mache ich gleich mal ganz fett und groß. Und jetzt im Zeichenbereich drücke ich Steuerung V. Jetzt habe ich das Bild im Zeichenbereich drinnen. Breite 15 cm, geht ganz genauso. Jetzt nur kann ich es da drin im Zeichenbereich frei bewegen. Ja. Und jetzt ziehe ich das da runter, ja, und jetzt kopiere ich mir diese eine Textbox. Das ist auch ein guter Tipp. Wenn man eine Textbox so hat, wie man sie will, ja, kopiert man die einfach, ja, und haust da eine. Ja. Und da sage ich da Fenster maximieren, Fenster minimieren. Immer rüber, Steuerung C, Steuerung V, Fenster maximieren, Steuerung V, Programm beenden, jetzt machen wir nur Strichel, die Strichel kopieren wir auch, ja, weil auch die brauche ich dann nicht mehr abändern, ja. Fenster minimieren. Fenster maximieren. Das ist manchmal ein bisschen annoying, dass das da einrastet. Kann man hineinzoomen. Steuerung und Mausrad kann man auch zoomen, gell? Und Programm beenden.
Gut, ja. Und wo ist jetzt der große Unterschied, wird man sich fragen. Jetzt haben wir das ja genauso gemacht wie da oben. Jetzt haben wir das genauso gemacht. Nur dieser Zeichenbereich, der ist jetzt, schau, der nämlich auch, der verhält sich schon wie eine Gruppe. Ja? Der verhält sich schon wie eine Gruppe, wo ist er nicht? Da unten. Der verhält sich schon wie eine Gruppe, der hat mir praktisch die ganzen Sachen schon gruppiert. Ja? Auch ein Zeichenbereich, ja, wenn ich Zeichenbereich jetzt zum Beispiel kleiner mache, so dass das alles gut reinpasst. Auch einen Zeichenbereich kann ich eine Beschriftung hinzufügen, Referenzen, Beschriftung einfügen oder rechte Maustaste drauf, Beschriftung einfügen, Abbildung 3, die Titelleiste. Die Titelleiste von Word. So, und jetzt haben wir gehört, man soll das gruppieren. Und jetzt kommt der große Nachteil dieser Methode, weil wenn ich jetzt da mit der rechten Maustaste draufdrücke, ich kann das nicht gruppieren. Ich kann das nicht gruppieren. Ein Zeichenbereich, es ist ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich. Ein Zeichenbereich und ein anderes Objekt, wie zum Beispiel diese Textbox, was nicht anders ist wie eine Textbox, lassen Sie nicht gruppieren. Ist das nicht super? Ist nicht super. Ist nicht super? Pass auf. Jetzt probiere ich was. Einen Workaround. Das hier. Mache ich Steuerung X. Ja. Dann gehe ich hinein in den Zeichenbereich. Mache da drinnen Steuerung V. Jetzt ist es nämlich da drin. Ja. Jetzt ist es da drinnen. Hat aber auch, jetzt kann ich das also gemeinsam schieben. Jetzt schaut es aus, wie wenn es funktionieren würde. Ja? Schaut es aus, wie wenn es funktionieren würde. Werden wir sehen, ob das wirklich funktioniert. Ja? Werden wir sehen. Ja? Das sind also die zwei Varianten. Ja? Wie wir etwas schön gruppieren können. Entweder mit einem Zeichenbereich oder mit kopieren einfach. Ja. Okay. Ja. Lasst sich nicht gut, da machen wir was auf Einfügen, Seitenumbruch. Da geht es nämlich auch, unter Einfügen, Seitenumbruch geht das auch. Seitenumbruch lasst sich hier einsetzen. Da brauche ich nicht auf Layout wechseln und hier Umbrüche, Seiteumbruch, das ist genau das gleiche. Ja. Start-Z. So, jetzt habe ich genau das gemacht, was ich zuerst gewarnt habe. Immer schön am Rand angreifen. Gell? Escape, nur das hier. Dann können wir das auch schön verschieben. Gut. Ja. Passt. Also so fügen wir Bilder ein in unser Dokument. Und kopieren diese. Das nächste Mal. Jetzt haben wir alles Mögliche ja schon beschrieben. Ja? Das nächste Mal wollen wir das Ganze wieder zurückbauen auf Hochformat. Ja? Jetzt im Moment sind wir ja, was sind wir? Format A4 Querformat. Und ich möchte das nächste Mal ein paar Sachen anpassen. Ich möchte zum Beispiel, dass dieser Text hier Hochformat erscheint, ja, und vielleicht das Menüband oder so im Querformat. Das wollen wir uns auch schauen. Ja. Abschnitte brauchen wir dazu. Ja. Das nächste Mal schauen wir uns an, wie wir mit Abschnitten arbeiten können. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.